So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Painting-Tutorial-Video. Und zwar, wie ihr schon im Thumbnail sehen konntet, geht es um diese schönen Shadespire-Bases. Ja, wem diese gefallen, der wird jetzt hier gleich im Video direkt erfahren, wie diese gemalt werden. Sogar mit recht wenig Farben und sogar Farben, würde ich sagen, die man mittlerweile eigentlich schon fast hat. Es sind keine außergewöhnlichen Farben. Jeder, der schon mal einen dunklen Boden gemalt hat, müsste die Farben haben. Oder Knochen, der hat die Farben an sich. Wer natürlich andere Farben benutzt für die Knochenmalerung, wie auch immer, kann diese natürlich auch benutzen. Ich zeige euch einfach nur meine Variante. Das sind die Bases von den Shadespire-Figuren. Hier, wie man sieht, hier, das sind ja auch die. Habe ich noch nicht angemalt, deswegen sehen sie noch so aus. Aber das sind ja die Shadespire-Figuren. Hier kommen die ja dann rein und dann stehen sie hier so drauf. Zudem muss ich sagen, wie gesagt, ist das mein erstes Video in meinem neuen Hobbyraum. Daher weiß ich nicht, ob das Licht passt für euch oder ob ich besser, also das ist jetzt per Stand, Stativ, oder ob ich es besser in der Luft von oben mache. Das müsst ihr mir dann einfach mal am Ende dieses Videos oder generell in die Kommentare dann schreiben und mir sagen, was dann vielleicht besser ist. Ob ich dann besser von oben male oder ob ich hier per Standstativ. Das ist ja mit dem Licht immer so eine Sache. Bei den Unboxing-Videos war das perfekt, das Licht habe ich schon mitbekommen. Jetzt für die Painting-Videos müssen wir uns dann mal schauen oder mal drüber reden, ein wenig umzusehen, wie das Ganze dann besser werden kann. Was brauchen wir? Wir brauchen wie immer natürlich eine Unterlage, ein paar Pinsel, wir brauchen einen Becher mit Wasser, wir brauchen ein Tuch und natürlich auch hier unsere Palette zum Mischen. Ansonsten sind die Farben vertreten, wie zum Beispiel, wir benutzen Nurgle's Ward, dann das neue Hexrayed Flame, dann benutzen wir Sundry Dust. Dann benutzen wir Aquas Earthshade, Ashen Grey, Null Eulen, ein wenig Gelb von Vallejo, aber da könnt ihr auch das Ariel Yellow zum Beispiel hier von nehmen, von Citadel, falls ihr die Farm eher benutzt. Generell ein Gelbton, der euch passt. Und dann noch Rhinox Hide. Ja, wie fangen wir an? Ganz einfach, die gehen auch recht schnell, muss ich sagen. Erstmal macht ihr die ganze Base schwarz. Das habt ihr schon gesehen. Dann, weil das ein bisschen länger gedauert hat zum Trocknen, schmiert ihr einfach mit Nurgle's Ward hier schön rein, damit ihr seht schon, damit ihr die ganzen Vertiefungen voll bekommt. Als nächstes fangt ihr an und nehmt dann Hexwave Flame. Boah, das sind Namen, ich sage es ja immer noch. Und schmiert einfach drüber. Ganz leicht, ganz dünn. Manche Stellen lasst ihr einfach was aus. Manche macht ihr, wie ihr wollt. Ja, so. Und das lasst ihr dann quasi kurz antrocknen. In der Zeit waschen wir den Pinsel aus. Und jetzt kommt auch schon das Gelb, denn ihr macht quasi aus dem Gelb ein kleines Wash. So. Wollen wir den Punkt da? Das reicht eigentlich schon. Ein ganz kleiner Tupfer an Gelb nur. Und das vermengt ihr jetzt deutlichst mit Wasser. So, das ist ganz dünn. Ihr seht, hier richtig dünnes Gelb. Und da streift ihr jetzt so ein bisschen ab. Und jetzt geht ihr dafür immer noch schön mit in die Fugen rein. Ihr seht, jetzt wird das Ganze ein wenig hell an manchen Stellen. Ja, und damit, das könntet ihr auch so jetzt schon lassen, wenn ihr wollt. Aber für den einen oder anderen, denke ich mal, wird das zu viel sein. Deswegen kommt jetzt Trick 17 mit einem Tuch. Tupft ihr das Ganze wieder etwas runter. So. Ja, und jetzt ist es ja immer noch so viel. Und jetzt nehmt ihr einfach mit einem Pinsel die Farben etwas wieder weg. So, seht ihr das nur ganz dünn, sporadisch, überall das Gelb ist. Wenn ihr das jetzt auch getan habt, können wir rein theoretisch schon zum nächsten. Und zwar nutzen wir jetzt Sundry Dust.
und bemalen damit die ganzen Totenköpfe. So. So, dass ihr was sehen könnt, hoffentlich. Ja, ich denke. So, und das werde ich auch nicht skippen, damit ihr einfach seht, wie lang einfach diese Base jetzt dauert, im Grunde. Ja, ich hoffe, dass ihr, dass der Fokus da ist. Denn ich kann nicht malen durch die Kamera zu schauen. Ich halte zwar immer mal einen Blick drauf, halb. So. Das muss auch gar nicht un... Hauptsache es deckt ziemlich, ja. Wichtig ist nur, dass es ein bisschen deckt. Natürlich muss es nicht komplett decken, das ist auch klar. Denn wenn leicht schwarze Schimmer noch durchscheinen, ist es völlig okay, weil gleich wird das Ganze nur noch gut ordentlich getuscht. Und danach ist das Ganze auch schon mit den Totenköpfen fertig. Denn das soll ja eine recht dunkle Base-Gestaltung sein von mir. Aus dem einfachen Grund, Shadespire ist ja so ein bisschen mit dem Krieg und da, ihr habt ja dann so ein bisschen die Stormcast, ja, die helle Fraktion, die da gegen euch kämpft und ihr seid ja eh Chaoskrieger und ich finde, die sollten eh nicht so freudige Mitmenschen sein, sondern mehr so das dunkle, böse Chaos und von daher ist das ganz okay, wenn ich nämlich, ich mal die Figuren meistens bei mir je nach Fraktions Abhängigkeit an, sprich die Chaos male ich dunkel recht immer, die Destruction zum Beispiel sehr, naja, nicht dunkel, sondern mehr so ein bisschen schrottig, Order immer im glänzenden Licht an sich, und Death halt mehr Verwitterung, Tod und so, ja, also jede Einheit bekommt da schon seine bestimmte Bemalvorrichtung und sowas. So. Ihr seht, jetzt haben wir das hier gemacht. Ihr seht, es muss nicht komplett überdeckend sein. Wer das unbedingt haben möchte, kann das natürlich auch tun. Ist ja kein Problem. Jetzt kommen wir als nächstes. Ich habe nämlich eine Farbe gerade vergessen, ist mir aufgefallen. Das ist nämlich eigentlich ganz wichtig, dass ihr das macht. Können wir aber auch gleich machen. Ihr lasst das trocknen. In der Zeit fangt ihr mit Ashen Gray oder mit einem anderen Grauton an. Das ist ja euch überlassen, in welcher Farbe ihr das Ganze macht. Damit malt ihr jetzt quasi hier diese Sandhaufen oder Aschehaufen, je nachdem, was das sein soll. Malt ihr die an. Ihr dürft natürlich wieder selbst entscheiden, welche Farbe ihr dazu nehmt. Manche nehmen da einen Sandton. Manche machen es in einem Grauton. Manche in einem braunen Ton. Und so malt ihr das Ganze auch an. Wie gesagt, das hier ist auch nicht so wichtig, denn erstens ist es ja eine Spielfigur und keine Vitrinenfigur, Leute. Das ist immer ganz wichtig. Und zweitens ist es ja auch wirklich nur für ein Brettspiel. Natürlich legen manche da auch sehr viel Wert drauf und sagen, hey, aber meine Brettspielfiguren müssen auch immerhin gut aussehen. Ich bin mir wirklich mit dem Licht nicht sicher, ob das irgendwie so hell ist, dass es irgendwie dunkel wird, wieder gerade. Ich bin mir da irgendwie... Sieht das ziemlich dunkel aus. Ich weiß es leider nicht. Ihr müsst mir das echt sagen. Kann sein, dass natürlich dadurch jetzt die Folge ein bisschen doof ist. Aber nur so weiß man Bescheid. Ja, der Fokus ist, wie gesagt, der verliert sich auch ab und zu. So. So, wenn ihr das grau gemacht habt, ist ja langsam schon die andere Farbe am Trocknen gewesen. So. Jetzt könnt ihr dann mit eurem Shade-Pinsel schon mal Aquas Earthship bereithalten und eure Totenköpfe richtig gut shaden. Gerne auch Doppelschäden. Wenn ihr hier auf das Graue kommt, ist gar nicht schlimm. Habt ihr da auch ein bisschen Farbe drin? Unterschiedliche mit dem Schwarz. Nur nicht ertränken förmlich, weil... Oh, jetzt ist wieder sehr unscharf. Ich verstehe auch nicht, wie er den Fokus immer zieht und nicht zieht.
Irgendwann werde ich mal das Geld für eine richtige Kamera haben. Und dann wird das Ganze auch irgendwann was besser noch. So. Ich shade die ganzen nämlich zweimal, weil mir das beim ersten Mal noch zu hell ist. Ja. Jetzt könnt ihr aber in der Zeit schon Pinsel eigentlich draußen lassen und schon mit dem Schwarz direkt hantieren und Schwarz auch auftragen auf das ganze Modell. So. Wenn ihr ein bisschen viel Shade habt, einfach wieder ein bisschen den Pinsel trocken machen und dann nochmal drüber gehen überall. So, ihr seht, jetzt haben wir das Ganze. So, das muss jetzt natürlich auch in einem Mal trocknen. Das Rhinox Hide wird quasi benutzt, entweder für den Rand oder ihr sagt, es bleibt schwarz. Bei mir bleibt der Rand jetzt einfach mal schwarz. Damit könnte man Rhinox Hide auch rein wegtun und hätte nur diese Farben. Jetzt habe ich natürlich eine Farbe vergessen und das wäre schwarz. Und schwarz muss ich mal kurz schauen. Da habe ich schwarz. Da benutze ich jetzt einfach mattes Schwarz vom Model Color. Und das werde ich euch jetzt einfach nur mal provisorisch zeigen. Nicht die komplette Base einhüllen, weil das dauert einfach zu lange, denke ich, für den einen oder anderen auch. Jetzt seht ihr ja, ihr habt ja quasi alles hier grün jetzt drüber gemalt, ja? Durch die Shades und alles so. Und jetzt kommt nämlich der friemelige Teil. Und zwar müsst ihr jetzt alle einzelnen Steine wieder schwarz anmalen. Das sieht so als Ergebnis echt am besten aus, wenn ihr jeden Stein wirklich einzeln anmalt. Ich habe sogar mit Trockenbürsten schon probiert. Finde ich, ist der Effekt aber anders, als wenn ihr wirklich Farbe auftragt. Und von daher würde ich persönlich gesehen eher, wie ihr das hier bei mir seht, jeden einzelnen Stein einzeln wirklich auch anmalen. Ja, das könnte jetzt um die 5 Minuten dauern nochmal. Das heißt, ihr rechnet das nochmal drauf. Und wenn ihr das aber natürlich direkt mit 5 Bases immer gleichzeitig macht, dann habt ihr auch diese Bases ziemlich schnell fertig alle, weil das habt ihr ja gesehen. Das ging ja rucki-zucki jetzt das Ganze. Halt nur, wie gesagt, die Steine nochmal einzeln alle schwarz bemalen. Das dauert halt jetzt ein klein wenig. Aber dann habt ihr eine relativ schöne, verdorbene Base, finde ich. Mir gefällt die persönlich sehr gut. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Oder schreibt mir auch gerne, wie ihr die Bases noch anders gestaltet habt. Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen. Und das würde mich doch mal sehr interessieren, um zu sehen, so was der ein oder andere noch gewerkelt hat. Und jetzt habe ich es aber auch dann doch schon fertig. Dann brauche ich es auch gar nicht abbrechen. Jetzt machen wir das gerade noch hier schön zu Ende, damit ihr dann das Endergebnis seht. So. Ich muss halt immer nebenbei ein bisschen schauen, dass ihr noch einen Fokus kriegt immer. Weil ab und zu sucht er halt, irgendwie macht er keinen mehr. So, und ihr seht, wenn das Ganze jetzt gleich getrocknet ist, sehen diese Bases genau so aus wie diese beiden hier. Sehr, sehr cool finde ich die. Mir gefallen sie. So werden die Shadespire kämpfen. Und ja, das war auch schon das ganze Video. Ihr seht, das Ganze hat jetzt so 14, 15 Minuten gedauert. Insgesamt eigentlich. Ohne irgendwas zu unterbrechen, abzubrechen. Wenn ihr natürlich jetzt nicht wie ich jetzt noch dann nebenbei redet und euch da dabei eh schon ablenkt, kann das sogar noch schneller gehen. Aber fürs Erste wäre das so die Art für euch, die Shadespire Bases anzumalen. Ja, lasst mich wissen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes für Painting-Tutorials noch sehen wollt, bitte in die Kommentare. Ich werde sie mir zu Herzen nehmen und werde mal überlegen, wie ich sie umsetzen kann für euch. Ja? Außerdem, wie immer, gerne sehe ich ein Like, ein Abo und ein Comment. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, viel Spaß und fleißig weitermalen.